Ja, hallo. Heute wollte ich euch mal die Kristalldeckenleuchte vorstellen. Das ist so eine recht große Leuchte, die aus zwei Ringen besteht. Und ja, dann gucken wir uns erstmal den Lieferumfang an. Also erstmal ist sehr gut verpackt und sicher. Also da kann auch nichts passieren. Deshalb habe ich es jetzt nochmal erstmal so drin gelassen und wollte euch das nochmal so zeigen. Also mit ordentlich Styropor gefüllt. Und da haben wir dann den Inhalt. Also die Lampe besteht aus zwei so großen Ringen. Wir haben eine Fernbedienung, das ist auch das Schöne. Wir können die Lampe komplett steuern, in der Lichtfarbe, in der Lichtintensität und ja, ein- und ausschalten natürlich. Das gucken wir uns dann nachher alles mal an. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung dabei, wie wir es aufbauen müssen, klar. Und dann haben wir noch hier ein paar Dübel und Schrauben dabei für die Befestigung dann hier, die oben an die Decke erstmal kommt. Ist also auch, wird auch schon mitgeliefert, braucht ihr nicht extra dazu kaufen. Ja, dann haben wir hier die Lampe, wie gesagt, hier der erste große Ring, dann der zweite Ring hier. Außen sind hier diese Kristalle dran und das Schöne ist, es werden auch noch ein paar Ersatzkristalle mitgeliefert, falls da mal irgendwie was passiert, einer abfällt oder irgendwie angedutscht wird oder so, da haben wir nochmal Ersatzkristalle dabei. Also auch schon mal sehr gut. Ja, gut, hier haben wir das Übliche halt, hier die Anschlüsse, hier haben wir den Empfänger für die Fernbedienung. Das ist dann hier praktisch der Einsatz, der dann an die Lampe kommt. Also an die Decke unten und ja. So, ich habe jetzt schon mal die Halterung bei mir oben an der Decke angebracht. Ich habe hier so krasse Betonwände, da reicht eigentlich bei mir jetzt hier eine feste Schraube in der Mitte. Hier dann klar die Stromkabel an der Seite entlang geführt und also das hält bei mir hier bombig. Müsst ihr natürlich gucken, was ihr für Wände habt. Eventuell dann natürlich hier vier Schrauben nehmen und ja. Nicht vergessen, vorher hier die vier länglichen Schrauben dann zur Befestigung vorher reinzulegen, sonst kommt er dahinter nicht mehr drunter und ja. Ja, so, jetzt habe ich die Lampe mal komplett ausgepackt. Also wie gesagt, die zwei Ringe mit diesen Kristallen hier an den Seiten und innen drin ist dann in beiden Ringen dann dieser LEDs. Und hier gucken wir uns dann mal die Elektrik von innen an. Also wir haben hier die Schaltung für die Fernbedienung, dann haben wir noch das Energielabel A++ und IP20 zertifiziert. Das sieht so alles ordentlich verarbeitet aus, also da habe ich schon wesentlich billigere und schlechtere gesehen. Wir haben hier auch diesen gelb-grüne Kabel und dann halt hier oben an der Seite die beiden Kabel dann zum Anschließen an die Lampe und ja. Da in der Mitte kommt dann das Gelb-Grüne noch rein von der Wand. Also wir haben hier eine ordentliche Höhe von den Seilen her. Können wir uns natürlich auch so kürzen, wie wir es haben wollen. Man kann natürlich auch den einen Ring gerade machen, den anderen dann so ein bisschen schräger stellen. Alles, wie man es möchte, nach Belieben. Und ja, dann schaue ich mal und versuche das gute Stück mal anzubringen. Also ist schon echt ein ganz schön großes Ding. Müsst ihr natürlich vorher wissen. Ich zeige euch mal eben die Maße. So, also für ein ganz kleines Zimmer ist es wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Also der äußere Ring, der hat einen Durchmesser von ungefähr 70 cm. Der innere kommt auf ungefähr 50. Und ja, gut, da wisst ihr schon mal, wie breit das insgesamt ist. So die Höhe von den beiden Ringen ist ungefähr 3 cm. So, ich habe jetzt schon mal ein bisschen hier was an der Höhe mit den Seilen verstellt. Dann einfach hier jeweils an den Seilen gezogen. Man kann es natürlich auch hinterher machen, wenn die Lampe schon dran hängt. Einfach hier mit der Feder hier runterziehen und dann reinschieben. Allerdings habt ihr dann hier das ganze Gewurstel in der Lampe oben und ja, deshalb würde ich am besten schon mal so ungefähr die Höhe einstellen, die ihr haben wollt. Ich habe es ungefähr so gemacht. Dann könnt ihr hier, was sich dann hier so alles ansammelt an den Kabeln, erstmal noch ein bisschen hier mit so Kabelbindern, die hat ja eigentlich jeder zu Hause,
könnte das dann auch so ein bisschen schon mal, ja, ich sag mal, besser zusammenpacken. So, dann hat man das nicht so lange da rumhängen und kann dann besser, ja, jetzt im ersten Schritt erstmal die Lampe anhängen. Und ja, dann denke ich, sollte das gleich passen. Boah, da kriege ich schon einen Zitterarm. Okay. So, boah, nach einiger Anstrengung hängt das Ding jetzt. Ja, also jetzt kann man natürlich dann noch hier einfach die Höhe einstellen. Also noch hängt das hier so ein bisschen schief. Ich wollte jetzt den großen Kranz etwas höher haben als den kleinen in der Mitte. Dann können wir einfach hier jetzt nochmal an diesen Streben hier einfach oben reinschieben. Das funktioniert auch wirklich sehr gut. Und dann bleibt es auch automatisch hängen durch diesen ja, Klickmechanismus oder Klemmmechanismus. Einfach hier noch so ein bisschen reinschieben. Und ihr seht, jetzt ist der obere schon, also der große Kranz ist dann schon etwas höher als der kleinere. Das mache ich jetzt auf allen Seiten. Schön gleichmäßig. Nur den äußeren. Muss man natürlich dann genau austarieren, bis es dann vernünftig hängt. Ja, gucken wir mal von ein bisschen weiter weg. Ja, das sieht schon gut aus. Ja, sehr schön. Gut, dann machen wir jetzt mal den Lichttest. Also, das sieht nicht schlecht aus. Komplett diese Gläser, also diese Scheiben hier, oder Kristalle, die glänzen richtig schön, macht euch ein gutes Licht. Ordentlich hell. Ich hatte vorher nur so eine matte Lampe hier mit so einer matten Haube drüber. Also, das ist richtig schön hell hier drin. Klar, kommt mit der Kamera jetzt nicht so. Klar, dieses Kristallhängeleuchtdesign ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Und ja, muss halt jeder selber wissen, ob er das schön findet oder nicht. Meine Frau hat sich schon beschwert, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Also da oben war ein bisschen fummelig gerade, zu zweit haben wir uns echt einen abgemüht. Klar, Lampen anbringen, gerade so schwer, ist natürlich immer ein bisschen Fummelei. Aber im Endeffekt hat es dann doch ganz gut geklappt. Ich habe schon gesehen, hier einer ist ein bisschen abgebrochen hier. Den tausche ich gleich mal aus. Wir haben ja Ersatz dabei. 6 Stück insgesamt. Und ja, sehr schön. So, die Seite ist noch ein bisschen tief hier. So ein bisschen höher machen. Das sieht gut aus. Von unten. Ja, sehr schön. Ja gut, dann machen wir uns jetzt gleich mal an die Fernbedienung und gucken mal, ob das auch alles gut funktioniert mit der Fernbedienung und der Schaltung. So, nachdem die Lampe jetzt endlich hängt, kommen wir mal zur Fernbedienung. Also ganz schick gemacht, so ein ovales Teil. Kennt man ja von den Huey-Lampen oder so, die sehen ähnlich aus. Wir können 4 verschiedene Lampen damit steuern. Ich habe jetzt natürlich nur eine, also nehmen wir gleich den ersten damit. Dann haben wir hier die Farbtemperatur, rechts und links. Dann haben wir die Helligkeit, hoch und runter. Hier haben wir dann komplett einschalten, ausschalten. Alle, also wenn wir alle 4 Lampen irgendwie oder mehrere Lampen haben, können wir hier ein- und ausschalten oder hier halt auch nochmal ein- und ausschalten. Jeweils einzeln. Also hier würde alle ausschalten, die wir damit verbunden haben und hier dann jeweils nur die eine Lampe. Da ich nur eine habe, kann ich natürlich auch den Knopf hier oben nehmen. Ja gut, jetzt müssen wir erstmal
die Fernbedienung pairen mit der Lampe. Das soll ganz einfach gehen. Einfach, nachdem die Lampe eingeschaltet ist, einmal hier auf den Einknopf drücken und dann soll die Lampe dreimal blinken. Ja, dann schauen wir mal, ob das klappt. So, die Lampe ist jetzt aus. Ich habe die Fernbedienung hier. Und dann machen wir jetzt mal ein, die Lampe. Innerhalb von 3 Sekunden, also schnell hier einmal oben links die Pair-Taste drücken. Ja, das funktioniert schon mal nicht. So, okay, jetzt weiß ich, woran es lag. Man muss also sofort nach dem Einschalten drücken. Da hat es jetzt auch sofort geklappt. Ich guck mal, ob es jetzt nochmal funktioniert. Also, ich schalte das Licht ein. Zack, und drücke sofort. Und, na gut, die ist jetzt schon gepairt. Also, es funktioniert wirklich, verspreche ich euch. Sofort nach dem Einschalten müsst ihr einmal hier den Knopf drücken. Und ihr seht schon, ist jetzt eine ganz andere Lichtfarbe. Und dann, ja, gut, dann gucken wir mal die Modis durch. So, dann gucken wir erstmal, ob Ein- und Ausschalten funktioniert. Also hier einfach unten aus, wunderbar, und wieder an. Das klappt schon mal perfekt. So, oben genauso. Wie gesagt, da wird man dann alle mitschalten. So, dann machen wir mal die Lichtfarbtemperatur rechts und links. Ja, so wird es dann kristallklar, richtig kaltweiß. Oh ja, das sieht man auf jeden Fall. Klar, auf der Kamera kommt es wahrscheinlich nicht so rüber. Aber jetzt leuchtet es richtig, also so praktisch durchsichtig, die Kristalle. Richtig helles Weiß, strahlend. Wenn wir jetzt hier auf das andere gehen, dann wird es ein bisschen gelblicher im Ton. Ja, ein bisschen mehr Stimmungslicht halt. Ja, das funktioniert auch. Wunderbar. Sehr schön. Gucken, ob es man so noch ein bisschen besser sieht. Ich fahre jetzt nochmal in den... Ah ja, da kommt es viel klarer raus. Also ist jetzt dieses Warmweiß. Jetzt gehe ich nochmal zurück aufs Kaltweiß. Ja, sehr schön. Ich hoffe, man sieht es hier mit der Fernbedienung. Also, super. Nochmal rüberfahren ins Warmweiß. Ja, super. Dann machen wir nochmal die Helligkeit. Und so ist ganz hell. Fahren wir nochmal runter. Ja. Super. Gut, kommt jetzt nicht ganz so klar raus hier. Aber ja, schön. Funktioniert. Also auch die Fernbedienung leistet gute Arbeit. Machen wir nochmal aus. Zack. Und der Style der Lampe ist natürlich wirklich Geschmackssache, aber alles sehr schön, funktioniert. Man kann die Farbtemperatur schön wechseln. So, probieren wir es mal von der anderen Seite. Ja, da geht die Handykamera natürlich immer ins Dunkle. Also man könnte jetzt denken, es ist hier recht dunkel im Raum, aber das ist, weil er halt nur auf das Licht der Lampe anspringt, die Kamera. Wenn ich hier rumgehe, dann seht ihr, dass sie richtig hell ist. Sobald ich dann auf die Kamera gehe, fährt das natürlich dann runter, das Licht im Hintergrund. Aber ich kann euch sagen, es ist echt sehr schön hell. Auf jeden Fall. So, nochmal runtergefahren, nochmal hoch. Dann mache ich jetzt nochmal die Farbtemperatur zum Warmweiß. Dann wieder Kaltweiß. Aus. Und wieder an. Wunderbar. Wie gesagt, ihr könnt 4 Lampen damit koppeln, sage ich mal. Ich habe jetzt natürlich nur die eine, deshalb kann ich hier an- und aus machen. Oder hier an dem Hauptschalter, da würdet ihr dann alle komplett an- und aus machen. So, dann haben wir noch, wenn wir hier die Taste für unsere Gruppe
oder unsere eine Lampe, die wir jetzt installiert haben, einfach gedrückt halten, dann wechselt er in normal, kaltweiß, warmweiß und naturweiß, wird das genannt. Also kann man auch schnell durchwechseln, dann einfach stoppeln, wenn man es ausmacht und wieder anmacht, dann startet er auch in dem Modus, wo ihr zuletzt aufgehört habt. Also auch schön. Ja, also kurz drücken passiert nichts, sondern gedrückt halten, dann wechselt er die Modis durch, wenn er dann aufhört, ja. Und dann speichert er das auch. Sehr schön. Dann gibt es noch einen Nachtlichtmodus, dann einfach unten die mit dem Kreis hier, also praktisch die Austaste, gedrückt halten. Wenn er dann wieder auf einen geht, dann geht er wieder in den vorher gespeicherten. Könnt ihr hier natürlich wieder heller, dunkler machen. Oder dann hiermit die Farbtemperatur so flüssig wechseln. Funktioniert auch, wenn man es hier völlig in eine andere Richtung hält. Ich halte jetzt mal hier in der Ecke, mach mal das Licht aus. Ja, seht ihr, geht auch. Also die Reichweite der Fernbedienung ist super. Da braucht man jetzt nicht immer genau auf die Lampe halten. Ich habe im anderen Zimmer einen Ventilator mit einer Lampe, da ist das total schrecklich. Da muss man genau auf den Ventilator halten, sonst schaltet sich da gar nichts ein und aus. Also ist auch sehr gut bei der Fernbedienung hier. Schöne Reichweite. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das von mir. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.